Mir wurde gesagt, ich sei jetzt König der Diebe. Das kann ich mir gar nicht so richtig vorstellen. Jenna! I brought my own paring knife. Now I just need some ingredients and I'm gonna make something really good, I promise. Ich habe ganz viele Sachen zum Essen, wenn du was möchtest. Naja. Ich würde jetzt mal einfach ins Bett gehen, ey. Guckt euch mal diese geile Luxus-Suite hier an. Wie sie ja alle auf einer Reihe gestellt sind. Jawollek. Tag beenden, jawoll. So, ist jetzt irgendjemand dabei, der mit mir schnacken möchte? Kann ich ein bisschen mit Bo spielen? Da hinten. Halsin hat Bock, oh Gott. Halsins dicke Packs wollen mit mir reden. Ja, dann machen wir das. Hallo Halsin Packs. Hallo Halsin Packs. Eigentlich geht's darum. So ist besser. I never quite realized how burdened I was until I met you. The threat of the Shadow Curse, the politics of the Grove. I was forgetting who I was. But you lifted the fog. Thank you. Ja, kein Ding, Digga. Aber wir machen hier nicht einen auf Hakuna Matata, ne? You're too modest. I wager you don't even know how extraordinary you truly are. Ja, ma. But I do. It's good. I have lived a very long time. I have taken many lovers. My heart does not stir lightly. But it does now. Halt's in on the phone! Das gibt's ihn nicht. Ich dachte, er wird an die Natur gebunden. I still have hot blood in my veins. Nature gifted us our desires and the means to act on them. But we muddied its beautiful simplicity with rules, social strictures, clothes. So, I am not bound to nature. I am unbound in nature. I want more than to fight at your side. Or sit around the campfire with you. Bruder! I want to lay with you under the stars and feel your skin against mine. Hat das jemals funktioniert? I think you feel the same way. Once the power of the Shadow Curse was broken, the connection was undeniable. We both felt it. But tell me I'm wrong, and the matter can rest. I do not wish to sour our friendship, but I have to know if it can be something more. Ich sag's dir so, wie es ist. Ne? Das ist, nein. Ich kann mein Interesse nicht verhehlen, doch ich bin bereits in einer anderen Beziehung. Ich glaube, Shadowheart hat kein Problem damit, wenn ich mich einfach mal von Puh dem Bären hier ein bisschen weiten lasse. Ich glaube, dann sagt sie, ist okay. Tut mir leid, ich sehe euch so nicht. Oder wenn ich mit einem dummen Muskelprotz mich paaren möchte, dann würde ich einen tiefen Roté bumsen. Nee, ich nehme mal die 2. Oder Option 4, halt schön, das ist folgendermaßen. Wegen dieser Szene mit dem bumsenden Bären und sowas. Na, alle, die ganzen Spider-Man-Fans denken, das Spiel wäre nur das. Aber die durfte zu. Und deswegen nein. I understand. And I still cherish our relationship. Still. I could not have forgiven myself had I not taken the plunge. Versteh ich. Better to have tried and failed. Hast recht. Was schreit ihr die ganze Zeit? Hört ihr das? Geht nicht. Dann gehen wir jetzt ins Bett. Wir haben viel erledigt beim letzten Mal. Viel gesehen, viel gemacht. Viel geschafft. Viel versucht. Viel in die Wege geleitet. So, Auto auswählen. 41. Bäm. Eine Frikadelle mehr. Oh nein, ich werde wieder... Irgendjemand kommt wieder vorbei. Ey, ich hab keinen Bock jetzt nochmal auf diesen Lurch hier. Ja, ich hab den Hammer. Ja, ich will da raus. Ja, ich hab das gesehen. Das war kein sanfter Schlaf. Das war nicht gut. So. Bo ist noch unterwegs. Das ist gut. Moin, Bo. Ja, ist er. Ja, der ist hier der Aufpasser. Bo und Kratzer, die sind beide die Aufpasser. Was ist mit unserem Eulenbaby? Eulenbärenbaby, wo ist es? Den haben wir auch wieder nicht gesehen. Gut, jetzt haben wir hier diese Sache mit den Dieben gemacht. In Anführungszeichen die Sache mit denen, in Anführungszeichen wieder Dieben. Aber ich fühle mich jetzt nicht so richtig... Ich meine, es ist ja hier alles noch so rot angezeigt. Ich dachte, wir sind jetzt hier der Herr und Meister.
Reden wir mal mit Floridor. Moin. Careful around the steel watch. The old guard gave thieves a slap on the wrist, but those bolted bastards will rip off the whole damn arm. Geil. Ist das das, was du mir sagen möchtest? Ja. Thirsty yet? Das ist immer noch das in der deine Wange. Ist immer noch so komisch. Gibt's hier irgendjemand, der darauf reagiert, dass wir hier? No place for me here without Nine Fingers in charge. I'll see if any of our friends in Parliament need a footman or something. Ja, das ist eine gute Idee. Cornelia, Parliament stands ready to work with the next guild master, if that is you. Ich weiß nicht, wer ist denn das Parlament? Ach scheiße, jetzt muss ich das auch noch machen. Ich wollte es eigentlich auflösen, ich habe keinen Bock mehr. Ukta. Ukta, I remain guild bursar. Whoever sits in the bit chair. Do we have business? Ich weiß nicht. Was die Schlitze zu den Schatzkammern angeht. Have you made an acquisition? Ja, aber ich, hier... Nee. Das werde ich dir nicht verkaufen, mein Freund. Da mache ich schön selber leer hier. Die ganzen Steuersünder da, die kriegen alle auf den Finger. Und dann schmeiße ich das in die Gassen. Nine fingers will be missed. Right up until every other bastard here tries to fill her chair, at least. Ich dachte, so wie es ist, die hatte eine faire Chance. Und sie hat dann angefangen. Schneidige Viola. Well, that was a little excitement at least. Now, who's gonna clean up all the corpses? Ja, du. Wenn sie schon so fragt. Now, now. If you keep talking to me, these folks won't get their money's worth of melodies. Take a lean and open those pretty little ears. So, okay. Klinge, back's dir. Back's dir selber. All that bloodshed, not a Stone Lord to be seen. I reckon Tut made him up. Der Stone Lord ist hier direkt hinter dir. Justice walks on 4 feet. Ja, ich rede jetzt mal. Oh, oh nein, nein, nein. Warum war denn da? Warum will er dir denn? Charmed, I'm sure. Das ist ja geil. Mit allen anderen kann ich mit ihm reden? Aber wenn ich hier, ja, sag mal, was war das denn gerade? A word of advice, new Nine Fingers. Open the gates to this army. If the scent smelled profit in it, you know there's gold to be had. Nee. Achso, ja, hä? Warum waren die denn so krawallberig jetzt? Was soll das? Warum wollten die direkt auf die Fresse hauen? Ich verstehe das nicht. Gehen wir mal zum Professor. Hallo, Professor. If you need any ideas on how this place should run, just look to me. Ja, dann ja, das tue ich hier nicht. If you need any Hallo. If you need any Ja, ja, das ist wieder typisch. Immer sagen, ja, ja, ich helfe dir, aber dann nicht. Who the hell's gonna look out for us now? Ja, niemand, ihr seid Gauner, ihr müsst ja auch mal ein bisschen der normalen Arbeit nachgehen jetzt. Fitcher is in himself, so I'm running the shop. You buying or selling? Soll ich mal. Was ist das denn für Unsinn? Kopfbedeckung ist es einfach. Das war früher in meiner Laden, war das ein Hut. Gold 2767, das ist viel. Aber das ist mir zu fancy, Alter. Sometimes nee. Stuff we sell comes back around to us again. So watch yourself. Sag mal. So ein kleiner Hosenscheißer kommt jetzt hier und droht uns. Hätte mal eine Hausratte? Naja, es war ein Hamster. So, das ist jetzt mein Stichwort. Ich gehe jetzt. Ich wüsste auch nicht, was ich jetzt hier noch machen soll. Ich drück mal auf M. Gibt es hier irgendwas? Da, rette Werner. Untersuche die errötende Nixe. Aber, hä? Komm ich da irgendwie hin? Nö. Nee. Obwohl, da geht's lang. Ja, das habe ich noch nicht gemacht. Da waren sie ja dann immer so angefasst, weil man da ja nicht lang soll, ne? Denn, oh, Minus-Sympathie, bla bla bla. Ey, ist mir doch völlig Hupe, ob diese Gangster-Veranstaltung mich hier mag oder nicht. Das ist mir doch egal. Wenn die jetzt sagen, oh, Alfredo ist irgendwie ein Fiesen, dann ist das doch nur ein Ritterschlag für uns. Das ist doch für die dann, das ist eigentlich ganz geil, oder nicht? Was quietscht hier so?
Kann ich hier irgendwie noch was mitmachen? Ist da noch was drin? Hier, das haben wir alles uns angeguckt. So, jetzt können wir hinterm Bücherregal lang. Ja, machen wir wieder auf. So. Und dann, ey. Ist das ein Abgrund? Kann man da jemanden... Ah, nee, da ist sie leider. Hier ist so eine Sicherheitstür. Dafür haben wir ja... Dafür haben wir den Schlüssel. Weil das hier in dieses Schlüsselloch muss. Da, guck. Zack. Und dann gucken wir mal rein hier. Irgendwelche Fallen? Nein. Mahagoni-Kleiderschrank. Da hat sie ihre prächtigen blauen Gewänder. Oh, jetzt machen wir mal hier richtig Ribach. Oh, dass sich die ganzen Begleiter immer wieder dahin stellen, wo man eigenen Schriftrolle Fleisch zu Stein. Hm. Das kennt der Steinlord ja. Rostkursbier. Ist da was drin? Nein, wieder ein leeres Regal. Man kennt's. Vase auch leer. Ja, wer macht auch was in eine Vase rein? Wenn es nicht vielleicht Öl ist oder so. Du kannst auch nicht zwei Hände Öl mitnehmen. Das macht ja niemand. So, jetzt wäre ich langsam ein bisschen angefressen hier. Die Tassen hier, die kann man mitnehmen. So. Alles mitnehmen. Ich finde es übrigens schön, dass das hier nicht so wie in Skyrim ist, dass dann die Sachen, dass du das alles an jeden verkaufen kannst und nicht irgendjemand sagt, oh, das ist aber geklaut, das geht aber nicht. Aber ich meine, das steht doch nicht drauf. Steht doch nicht einfach hier wie so ein Steifknopf im Ohr, so ein Etikett dran. Ja. Das ist, Hehlerware. Steht da nicht. Schmetterling auf Schädel. Astreines Bild. Was haben wir hier? Cool, ein goldenes Brötchen. So ein Aufbackbrötchen. Hatte ich zu Silvester. Gab's. War schön. Oh yeah, das geht auch noch. Hier ist ein Knöpke. Was ist passiert jetzt dadurch? Muss ich noch eins finden? Ja, einfach mal alles mitnehmen. Hier ein bisschen Schnaps. Das sind so die Orte, wo die neun Finger hingegangen ist, um sich zu besaufen hier offensichtlich. Eine Öllampe, die kann ich reiben. Jetzt geht's ab, Leute. Jetzt machen wir mal die neun Finger hier schmutzig. An ordinary lamp. Not a trace of magic on it. An ordinary lamp. Not a trace. Wie zu schwer. Was soll die denn wiegen? Minsk. My boot craves the crunch of unvirtuous nethers. Ich guck mal. 109. 1 Kilo. Alfredo, 0,2. Ich weiß auch nicht. Der Wund kann nicht auch ein bisschen in der Willnigstraße, kann das sein? So, ein Silberteller, den nehmen wir noch mit. Und nochmal ein Spiegel hier, der ist auch was wert. Das ist auch noch ein Teller, den sehe ich. Aber nehmen wir mal den Mondschein-Sinnfandel 478 mit. Gut. Haben wir irgendwas da mitgekriegt durch den Knopf? Der sagt Klick. Wenn du einfach hier hinter dann noch die Tür machst, die dann durch diesen Knopf geöffnet wird, das wird niemand rausfinden. Jetzt wird's gruselig, jetzt bewegen die Sachen sich hier von alleine. So. War das jetzt dafür, dass ich hier rauskomme? Nicht erreichbar? Ja, dann kletter mal die Lampe, die Leiter hier runter. Nicht die Lampe. Wie erzählen Sie denn da, Herr Baron? Hm. Das geht doch auf hier. Ich sehe doch von hier, dass das hier durchgeht. Ja, seht ihr das auch? Könnt ihr das auch sehen? Riecht gut, Zeug. Krieg die Tür nicht mehr zu. Das ist doch. Guck mal. Breathe quiet. Move with care. Warte. Life is simple. And so is Minsk. Camaraderie. Nehmen wir mal Minsk und Bo mit. Die gehen jetzt hier rauf und Minsk drückt nochmal den Knopf. Das sind nämlich bei weitem die mutigsten hier. So. Auf. Nö. Ach, hier ist ein Hebel. Na, hören Sie mal.
Das hätte einfacher sein können. Ist egal, wir haben es jetzt geschafft. Jetzt sind wir im Plörrenland. Oida! Ja. Habe ich dann auch gesehen. Ich weiß, war ein bisschen zu spät. Na, Gell, geht's dir gut? Vielleicht würde ich an deiner Stunde mal aus dem Feuer raus. Guck mal, Bo kriegt es ja auch hin. Der rennt auch dran vorbei. Der ist nicht so doof, wie er aussieht. Aber das ist ja keine. Das ist ja nicht wahr. Der sieht ja nicht blöd aus. Das ist ja ein absoluter Süßbär. So. 29. Mein Freund. Die Tür ist offen. Hallo. Ach, hier ist wieder der Fettmann, ne? Ja, hier ist der Fettmann. Das mit dem Fettmann, das verstehe ich bisher auch nicht so richtig. Aber gut. Was haben wir hier? Waren wir da schon? Mario? Oh, da. Einmal entschärfen, bitte. Zack, 15. Easy. Easy, easy. Weiter. Ist da noch was? Nee. Da war nichts. Hä? Was ist hier denn jetzt? Ich speichere mal. Sag mal, was macht ihr denn hier? Seid ihr Jeck? Was ist das hier? Hallo? Ah, die schießen ja auf Flüchtlinge. Die Kultisten. Sie haben die Hälfte von uns geschossen. Ja, dann sollen wir mal mit denen reden? Hallo! What's this? A heretic in our midst. Your death in the Dreadlord's name. Der Bo wieder, der Erste. Ja, pass auf, der ist jetzt unterwegs. Der sprintet jetzt. Wenn den jemand angreift, der kriegt's mit mir zu tun. Den mache ich dann non-lethal und dann kümmere ich mich um den, wenn wir dann später mal wieder zurück sind. Ja, das ist ja eigentlich... eigentlich schreibt sich das Ding ja von selber, oder? Habe ich irgendwas, was brennt? Irgendwas, was brennt? Irgendeine Fackel oder so? Kann ich das... Ich habe doch immer so ein Öl, was ich schmeißen kann, oder? Brennendes Streichholz. Das ist es doch. Ach, scheiße, das ist nur ein Gemälde. Das Mist. Ja, Brandholz. Öl des Brandstifters, ja. Hab ich! Nee, das meine ich aber dann auch nicht. Ich weiß genau, wie das aussieht. Das, nee. Pfeil des Feuers? Ja, warum nicht? Reicht das nicht? Ich meine, die sind ja schon selber schön blöd, dass sie sich da direkt neben so einen Böllerfass stellen. Und meine, ich würde das nicht sehen. Aber irgendwie ist mir das dann auch... Als würde ich hier irgendwas daraus... Ich überanalysiere gerade. Ich merke das selber. So, was hier jetzt? Keine Fernkampfwaffe verfügbar. Was? Minsk hat keine Distanzwaffe dabei. Aber ein Torso. Ein herausgeschnittenes Becken. Ich verstehe nicht, warum du das besitzt. Findest du es gut? So, hier war doch irgendwas, was du... Irgend so eine Kerze brennt. Ja, das reicht. Das reicht. Das reicht völlig. So. Du nicht nehmen, Kerze! Wie Weg ist unterbrochen. Das ist jetzt nicht wahr, oder? Bruder, du kannst doch da dran vorbeiwerfen. Tu doch nicht so. Da wohnt kann ich mal wieder in der Wilnigstraße. Ah, oh, und ran. Hey. Ja. Kann ich noch was werfen? Ich dachte, das geht. Was haben wir denn hier noch? Irgendwo war da doch noch was, was brennt, oder nicht? Wir haben doch immer wieder so eine Fackel geworfen. Was ist denn jetzt? Wieso finde ich das nicht? War das nicht doch wirklich das Öl des Brandstifters? Also ich werf das jetzt mal. Und wenn das nicht brennt, dann weiß ich auch nicht mehr weiter. Ich meine, so. Werfen.
Ne. Los. Sag mal! Das ist nur Öl, das brennt nicht von alleine, ich weiß. No choice but to keep going. Hui! So, jetzt kann ich das nicht mehr machen. Aura des Mordes. Was heißt das denn? Feindlich gesinnte Kreaturen werden in der Nähe werden verwundbar durch Stichschaden, sofern sie sich resistent oder immun dagegen sind. Ach, solche Leute sind wir hier. Dann. Aber ja, nichts zu befürchten. Ey, komm. Ich kann ihm jetzt so eine flöten. Ja, maximaler Disrespect. Aua! War alles nicht so schlau, dass ich da hingegangen bin, ne? Autsch! Geschosse abwehren. Ja, bitte. Und wir zurück jetzt. Jeet! Das hat er sich auch anders vorgestellt. Oh, Mann. Ja, den Keypunkt hätte ich eigentlich für was anderes haben können, aber ist egal. Warum dampft Yahira so? Was ist das? Ist das ihr Schild? Schild mit Eisenbänder? Kann doch nicht sein, dass das so dampft. Aber das sind ja nur Lullis hier. Naja, ich probiere mal was anderes. Wie kein Ziel. Nicht genug Bewegungsrate, also gute Frau. Gehen wir mal auf Level 4 hier mit dem Bums. Oder, nee. Habe ich da nicht auch schon meine Insektenfreunde, oder wie? Ja, 5 erst. Aber 6 ist... Habe ich überhaupt irgendwas auf 6? Mir was ausgewählt für 6? Nee, ne? Vielleicht mache ich das demnächst nochmal. Ja, komm, für 4. Ist jetzt so, dass beide getroffen werden? Ja. Ich glaube, dass sie den Voice-Actern wirklich Gewalt angetan haben, damit die diese Soundfiles hier kriegen. So, aber das ist doch jetzt egal. Hier. Ach so, warte mal. Nee, sie ist ja die Starke von allen. So, wir machen jetzt, ich schaue jetzt mal das, was Alfredo gerade nicht geschafft hat. Warte mal. Sollen wir mal Rie einen reinballern hier? Ja, komm, schaffst du. Ja, wirklich. Er hat keinen Schaden gekriegt. Er ist zwar weggeballert worden, aber Schaden gab es nicht. Ah, ja, schön. So wollte ich es haben. Oh nein! Bo muss jetzt durch den Feuerteppich. Ah, gefährlich. Kommt er da lang? Muss er springen? Er kann nicht mehr. Los, Sprint. Und dann hier. Zack. Ah, nein. Scheiße. Bötchen verbrannt. So. Wir machen das jetzt einfach ganz minimal invasiv. Ich habe eine Idee. Spiel jetzt Donkey Kong hier. So, einmal nach da, das reicht. Wer ist denn da verbraten worden? Nachtklinge Fille. Okay. Oh oh, Bo hat viel zu viel Schaden gekriegt. Nicht gut. Nein, nicht gut. Der braucht unbedingt mal eine Fernkampfwaffe. So. Damit hier nichts passiert. Betäubenden Schlag, Nahkampf, ab dafür. Zweck. Wie Rettungswurf. Oh, boah, das gibt's in meiner Welt nicht. Sag ich doch. Einmal betäubt und dann klöng, klöng. Weg ist er. Schön. Work to be done. Nein! Warum hat Bo nochmal Schaden gekriegt? Sushi! Okay, Alfredo läuft einfach. Ich weiß nicht, was mit ihm ist. Aber ist egal. Was ist hier jetzt? Hey, sag mal. Wo ist denn mal eure Danksagung? Ach, das schädliche sag jetzt nicht, die sind alle durch und gestorben. Ich glaube ja. Ich glaube, die sind jetzt einfach wie so Lemminge da rein. Und dann war vorbei für die. Naja. Ah, ja. So, Minsk holt ab. So, jetzt gibt's hier nämlich geil eine neue Fernkampfwaffe. Oder was ist mit dem Bogen hier? Langbogen +1. Besser als nix.
Das plus 1, das hat mich... Oh, oh. Was ist das hier? Hä? Ja, super Minsk. Ich habe keine Ahnung, was du jetzt machst, aber offensichtlich lief's. Ja, ist ja, ja immer wieder gut, ne? So, jetzt nochmal das. Ist. Aber da waren doch gerade noch Leute. Kannst du mir nicht erzählen, dass sie jetzt alle in den schädlichen Dämpfen da drauf gegangen sind? Naja. Fände ich döf jetzt. Goodness grows. Mhm. Oh, toter Flüchtling. 2 Euro. Hier. Was ist das? Ein Kochtopf? Den brauche ich. Der ist mir jetzt wichtig. Ich weiß auch schon, was ich damit mache. Nur, wo ist hier die Entlüftung? Ah, ne, werfen wir den erstmal noch dahin. Hui! So. Irgendwo war hier die Entlüftung. Einmal trennen. Da ist, da, ich hab die doch, da ist sie doch. Und da so. Hup. Zack. Langsam richtiger Baldur's Gate Profi hier, der Medi. Richtige Profi. Oder wir gehen einfach da oben lang und springen darüber. Da muss Gell ein bisschen sich in die Hocke gehen und dann geht das schon. Aber, naja. Na, Bo? Was machen sie? Ich habe auch gar nicht von Jahira jetzt die Jungs und Mädels mit. Wisst ihr auch warum? Weil es mich halt ein bisschen nervt. Weil dann jedes Mal immer irgendeiner von den Ernies da im Weg ist. Und dann weiß ich auch nicht mehr weiter. So, die ganzen Flüchtlinge sind jetzt offensichtlich gestorben. Da war doch gerade ein Hebel. Ich hab doch gerade das Wort Hebel gelesen, da. Ne? Kommen wir da ran? Ja. Schön! Oida! Ach komm! Ist das jetzt das Spiel? Machen wir das jetzt so? Ist das jetzt genau das, was wir wollen? Oh. Zack, einmal umlegen. Schön! Permanent? Ich bitte darum. Naja. Wenn jetzt nochmal diese Tante von Baal da ankommt und meint, die würde mir jetzt auf die Fresse, genau jetzt, einen Charakter aus meiner Gruppe wegnehmen wollen. Ich schwör's dir, die knack ich um. Wir sind auf Level 12. Ich meine, wie schlimm kann's denn noch werden? Zack. Da kommt immer eine Net 20. Und dann... Dann haben wir alle Wucht. Invasionspläne für Baldur's Tor und ganz viel zu saufen. Die scheinen jetzt nicht so wirklich... Die scheinen jetzt nicht zu glauben, dass das jetzt hier klappt, was die da alle vorhaben. Was ist hier denn nur los? Waren wir da schon? Wir gehen mal außen rum. Vermutlich kommen wir dann da irgendwie rum. Squall! It's not safe here. It's too late for me, but not for you. Run. As fast as your legs can carry you. Wovor auch immer ihr mit wegläuft, für mich ist es keine Gefahr. Or in the red approaches. She sees me from our camp. Bore me here to Baal's enclave. She slit my belly and filled her cup with my blood. A toast, she said, to her false god. She told me when her cup ran dry, she'd come for the rest of me. I'm done for. I will hold her off as long as I'm able. Run while you still can. Don't even think about fighting her. This foe is too powerful. Ich hab das schon mal gehört, aber ich mach die kaputt. You'd underestimate Orin the Red. The last mistake you'll ever make. Stimmt doch gar nicht. Stimmt doch gar nicht, Mama. Look at it. Crawling and sniffing and rooting around in the filth. Is it my netherstone you seek, little piggy? Was ist das denn? Schweinesaram. Shush.
will take care of you and your little pet. Wirklich, ich mach mich jetzt hier. Warte mal, ich drück mal F5. Und dann gehen wir mal auf die 4 hier. Zack. So eager to feel me drain its life away. Dull wits, dull blade. You are not yet ready. I could peel a fine pelt from the mutt I caught sniffing at your heels. Drag skin from flesh, from bone. I will not slice. Her kind die too easily. The murder lord demands a better offering. Something new, sticky, sweet, and delicious. He wants you. Ja, wenn er ballern will, kann er, ich baller gerne, ne? Kethrick's killer turned the corpse lover to carrion when you took his stone. Oh, but he was a dull kill. No blood to spill, no guts to rip. A desiccated husk, all dust and hollow. You must be sharpened before you set your edge against my skin. Ja, 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 ja. Wir haben das zwar schon mal gehört, ne? Aber irgendwie, nee, ich will gar nicht mich darauf einlassen. No, no. Not here. Not now. The tyrant must fall first. Ja, aber dann bringt ihr mir jetzt Lazel zurück. Arrangement with Lord Gortash. But he whinges and wails over the crown, wanting to command it alone. Oh, how I long to slit his poxy smile from ear to ear. But I can't touch him. He bound my blade when we first conspired. Gortash didn't want me at first. Didn't trust me. Got me to wag my tongue, swear an oath never to hang him from the hooks. Drip drain him into father's open jaws. You must kill the tyrant. Take the netherstone from his corpse and bring it to my temple. We slice and shred each other. The survivor claims the stones. What's left of the other is bars. Agree, and I will bring my assassins to heal. They watch you always, longing to spray the crimson from your veins. Refuse me, and you'll learn what happens to those who defy Baal's doctrine. So will your friend. Orin demands a fight to the death. The prize for the victor, the Netherstones. And the chance to control the crown alone. Ja, das habe ich schon verstanden. Accept, and you must kill Gortash. Refuse, and your companion's life may be forfeit, as might your own. Orin's assassins will hunt you like prey for slaughter. Na ja. Aber bitte tut Lazel nicht so leid. Das ist meine Bedingung. Yes. Oh, yes. Kill the Baneite, and I will keep my blade unblooded. Do not underestimate his steel watch. Seek their cradle in the lower city and skewer their skull. Meat. Make them rust and blood. Then you can gore the lordling again and again and again. But listen, listen close, bone killer. Step in my domain while the tyrant still sucks air, and I will carve your failure into your pretty plaything's skull. Bring me his stone, and I will set the bait free. Only then can you and I make exquisite butchery. The victor will set the world to slaughter. Das jetzt nicht so mein. That is Baal's offer. He will not make another.
Tata. Weißt du was? Ich gehe da trotzdem hin. Ich habe da gesagt, ich klopp die um. So, sind wir wieder überladen. Ach, das ist ehrlich gesagt, irgendwie gefällt mir das nicht. Also, ja, schön Laisel hier weg und so, bla 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 bla. Und ihr wisst, was ich meine, aber... Ja, ja, ab ins Lager. Zack. Weißt du was? Wir gehen einfach weiter und gucken, was passiert. Ist hier Baals Gebiet? Ist das hier? Reisetour, Spieluhr. Machen wir mal auf. Sieht ein bisschen... Ich habe jetzt den neuen Indiana Jones gesehen. Ich fand den gar nicht mal so schlecht. Ich fand den ganz gut, ne? War ein schöner Film. Deutlich besser als der vierte. Aber schlechter ist halt auch irgendwie unmöglich. So, Spieluhr. Komm ich nicht dran? Dann bleibt die halt ungespielt. So. Invasionspatientenprotokoll. Herzogin Berlin Stellmain. Aber wenigstens ein bisschen interessant hier. Ein Tagebuch mit dem offiziellen Siegel von Herzogin Berlin Stellmain. Es beschreibt die Pflege der Herzogin während ihrer langen Krankheit. Die jüngsten Einträge beschreiben eine Verschlechterung ihres Zustands. Unerklärlicher Rückfall. Herzogin ohne Appetit, ohne Bewusstsein, ohne Interesse an irgendetwas. Fragt gelegentlich nach Besuch, was vielleicht Auslöser des momentanen Zustands ist. Herzogin empfing privaten Besuch jeden 10 Tag. Besuch immer in Mantel und Kapuze. Immer zur Herzogin geführt und mit ihr allein gelassen. Nicht aufzutreiben. Merkwürdigerweise erinnert niemand sich an den Geschlecht, an Geschlecht oder der Statur. Na, könnte ebenso gut ein Halborg wie ein Halbling sein. Hoffe auf Rückkehr des Besuchs. Schien Verstand und Körper der Herzogin äußerst gut zu tun. Ja. Wer sagt's? Ich gehe jetzt hier mal. Ich speichere jetzt. Jetzt ist vorbei. Jetzt ist Laisel dabei. Bei der Mutti des Bals. Tut mir leid. Ich glaube aber, mit Laisel musst du hier auch nicht so relevant machen, oder? Ich meine, die hat jetzt ihre Aufgabe da. Die will jetzt hier bei den Drachen reiten. Hat da Spaß dran. Versteckter Ritter des Schilds. Ach, hier sind wir jetzt. Heidewitzka. Wo? Ja, das ist das Wichtigste. Das heißt, man ist da irgendwie zufällig irgendwo hingekommen und irgendwo hier im Untergrund kam dann Laisel schrägstrich hier Adelina an und hat uns da den... Ne? Finde ich eigentlich ganz interessant. Naja. Geht's da rauf für alle? Oder muss da irgendjemand Hilfe in Anspruch nehmen? Wie sieht's aus hier mit Bo? Der Bo schafft das nicht. Mit Minsk und Alfredo machen wir das jetzt. Wir sehen das beide nicht. Aber wir machen jetzt hier schön immun gegen Stichschaden. Dann kloppen wir. Und wir kloppen nochmal. Nochmal. Immun gegen nekrotischer Schaden. Ja, deswegen machen wir das auch nicht. Ja. Immun gegen Wuchtschaden. Ja, der letzte Punkt oder was? Da. Was haben wir hier denn? Hier ist eine Leiter, aber... Oh mein Gott. Jetzt kommt die ganze andere restliche Bagage hier nicht rauf. Da kannst du mir noch nicht erzählen. Weißt du was? Eigentlich haben die ja gesagt, das Spiel ist jetzt... Wo war nochmal springen? Z, also Y. Also Z, also... Ja, hier, Y. Möp. Und jetzt von hier? Ja, am wichtigsten ist eigentlich, dass Bo mitkommt. Wir machen mal was ganz Schlaues. Wir splitten mal die Party. Und anstatt Kanalisation. Ich guck einfach mal, wo es da hingeht. So. What could possibly go wrong? Und wenn jetzt einfach das hier so ein komischer Gullideckel wie jeder andere auch ist. Ah ja, es ist ein Gullideckel wie jeder andere auch. Guck mal hier. Dann geht's hier wieder zurück, glaube ich, oder? Ja. Schacht. Rein. Das war ja nur ein Gullideckel wie jeder andere auch. Bemerkenswerte Strategie, Herr Tendedor. Das hat gut gemacht. Trotzdem, irgendwie weiß ich nicht. Ich bin immer so ein bisschen angerissen, wenn es darum geht, dass sie mir irgendwelche Charaktere aus meiner Gang wegnehmen. Auch wenn ich die jetzt gerade nicht brauche, aber irgendwie bin ich da... Habe ich da jetzt gerade so ein bisschen das Bedürfnis, sie zu retten.
Wie jetzt? Minz kriegt keinen Schaden dadurch, aber Alfredo, der sanft fallen hat, der schon? Habe ich das deaktiviert? Nee, Sturzabfedern. Haben wir ja gesehen, wie das funktioniert, großer Mann. Sie haben sich nicht genug Mühe gegeben. So. Aber Hauptsache, Bo geht's gut. Das ist das Wichtigste. Wenn's dem gut geht, geht's mir auch gut. So. Hier wäre jetzt noch was. Haufen Barackenzellen. Was? Da wäre man auch wieder zurückgekommen. Oh, oh. Habt ihr das Klickern hören? Ja, ja. Da sterben sie nochmal alle, nur für mich. Für diejenigen, die gerade AFK waren, das nicht sehen konnten. Das hier war die Todesszene. Wo geht's gut? Wie gesagt, das ist die Hauptsache. So, jetzt frage ich mich, wie komme ich da hin? Wo bin ich denn hier überhaupt? Aha. So, dann da. Und dann gehen wir jetzt mal zu dem Fettmann. Ich weiß nicht, also beim letzten Mal war ja schwierig mit dem Fettmann. Aber ich glaube, jetzt klappt das mit dem Fettmann. Und dann nehmen wir einfach auch mal das, was da passiert. Komm, Bo, schaffst du! Ja! So, Hamster können wirklich weit springen. Ob du es glaubst oder nicht. Ist das hier giftig? Ist jetzt die Frage. Sieht aus, als wäre das hier so ein Boot. Kann man da überhaupt lang? Hm. Kinder, ihr könnt doch schwimmen, oder nicht? Ja, ja, das sieht aus wie so ein Boot, mit dem man da fahren kann. Aber da müsste man ja theoretisch hier eine Leine haben, mit der man da zurückziehen kann, oder? Ja, oder irgendjemand hat das nicht zu Ende gedacht. Das geht natürlich auch. Muss man wohl zu Fuß gehen. Hier ist eine Ratte. Eine Schädelratte. Ist was anderes als eine herkömmliche Ratte. Deswegen reden wir mal mit ihr. Was haben wir eigentlich im Flail of Ages gerade drin? Muss ich das jedes Mal sagen? Ich glaube, ich hätte gerne Säure, nee, Kälte, nein, Feuer. Oh. Ich finde es so schön, dass sie den drin haben. Das ist für so alte Hasen wie mich ein echt schönes Easter Egg. Ich bin begeistert. Hallo. Willst du auch mal eine ordentliche Diskussion mit mir? Hallo? Was passiert, wenn ich die Ratte umzwiebel? Die Ratte, die ich... Also, nein. Wir haben die Ratte nicht getroffen. Hm. Da brennt sie. Ja. Das ist so das Informationsnetzwerk hier unten. Ach ja, da waren sie wieder. Hallo? What's this, cousin? Another absolutist. Come to see what we did to poor old Sarin. Your god took her mind, cultist. So Bereki took her head. And I burned the flesh from her bones. And now you come to interrupt the funeral rites. I... Yes, cousin. An excellent idea. Cousin says we will take you in return. He says you look just like kindling for Sarin's funeral pyre. Funeral pyre? Hört mal. Ja, ihr Vater sieht aus, als wäre ein Mobuleten aus dem Arsch geplumpst. Seid ihr sicher, dass sie verwandt sein? He is clan. Summoned in the place of the friends that I lost. Ah. Sarin Bereki and I, we were the three finest thieves in Baldur's Gate. We broke into the offices of Gortash, discovered he was with the Absolute too. Your fellow cultists hunted us, so we hid down here. We were safe, and so was our loot, until the darkness soured Sarin's mind. She kept our treasure from us, said Bereki and I had gone strange. Ja, seid ihr auch? Ich meine, das ist eine Fettbimse. Ha,
cousin. Sarin turned into a cultist herself, so we did what we had to. Bereki wept until his voice was gone, and then he was gone too. Leaving only me to conduct Sarin's rites. And my cousins here. You cannot conduct the rites without a clan to bear witness. Or some fuel for the fire. Hör mal. Ich bin nur hier, um euch, um ihr die letzte Ehre zu erweisen. Ich gehöre eurem Kult nicht an, eure Freundin ebenso wenig. Eure Paranoia hat eure Beziehung vergiftet. Ja, das hatten wir ja schon mal alles gemacht. Aber wahrscheinlich werden wir dieses diesmal nicht schaffen. Doch, mit der 22 wird das was. Aber ich habe irgendwie nicht das Gefühl, dass ich ihn leben lassen möchte. Beziehungsweise Alfredo würde ihn nicht leben lassen. Wenn er in der Kanalisation so ein verrückter Hippie rumläuft, der die Leute dann zu einem Fettelementar vorfrisst. Das gibt's doch nicht. I don't know. Pass then, and do not come back. This is Sarin's final resting place, and a killing ground for all who come to disturb her. Kollege, ich möchte noch mal jetzt, aber ganz ruhig. Rettungswurf fett. Ja, ich muss hier aufpassen. Ich glaube, ich gehe mal hin. Ist das Sarin? Kultist der Absoluten. Weißt du was, wir machen es folgendermaßen. Ich drücke mal Shift-B. Das ist aber auch hier. Leiche zu Start beschädigt. Ja, tolle Wurst. Da können wir ja... Nee. Runde... Hier, moin. Ich würde gerne nochmal mit euch reden. Hallo. Hallo. Ich kann nicht mit ihm reden. Ach, nee, irgendwie will ich nicht. So. Spell Level 6, was haben wir da? Auflösung, das wäre cool. Aber nee. Was haben wir denn mal hiervon? Da steht, dass wir Freunde sind. Aber sind wir nicht. Feuerresistenz, sagen sie? Ach, das war nicht so schlimm für den, ne? Hallo? Ja. Hallo? Ich wollte es nur mal gesagt haben, ich hab den Feuerball. Ja. Okay. Feuerresistenz. Dein Zug, Minsk und Bo. Wie wär's denn mal, wenn wir Alfredo starten lassen? Weil ich hab nicht so richtig Bock rauszufinden, was er so kann. Deswegen werden wir das mal machen. Kritischer Treffer, aber Saving Throw geschafft. Machen wir es nochmal. Bums. Erledigt. Er würde jetzt Attack of Opportunity haben, aber der ist ja einfach nur ein kleiner Wurstkopf. Der kann doch nichts. Ja, daneben. So. Action Search. Zack. Und den Fat Elementar ausschalten. Und da gibt es noch einen. Der kann bestimmt auch wieder sich nicht bewegen. Ah, schade. Aber hätte ja sein können. Zack. Und dann treten wir. Die brennen beide. Ah, schade. Ich hatte ja meine Flail of Ages jetzt in Feuer gemacht. Aber ist egal. Komm. Ah, der kriegt schon genug Schaden. Oh. Jetzt geht Minsk erstmal Enrage. Wilde Magie, Schutzlichter. Aha. Mondlicht, Schmetterlinge. Kriegt er jetzt. Was? Fehlschlag! So, wir gehen all in, Leute. Alles all in. Er hat noch 3 Lebenspunkte. Ich weiß, wer das macht. Los, Bo, go for the eyes! Yeah! Yes! Hat er ihn umgemeldet. Yes! Bo! Bo einfach Imber. Kannst du sagen, was du willst. Fettklumpen, was können die denn? Werden die nach so und so vielen Zügen zu so einem Fettelementar? Ich habe langsam das Gefühl, dass leider ja. Deswegen gehen wir mal einen 5er Spellslot rausknallen. Ja, es ist heute. Komm, es ist heute Weihnachten. So, Alfredo wird das irgendwie schaffen. Obwohl, warte mal, bevor irgendwas passiert. Du
kannst dich bestimmt noch bewegen, ne? Wollte schon sagen. Das Ding ist, letztendlich ist das gar keine so intelligente Nummer, dann die Feuersache da reinzumachen. Aber was ich auch machen könnte, ist, ich lasse sie einfach in ihrem Stun. Obwohl er ist ja nicht gestunt, er liegt ja nur. Schwierige Entscheidung. Strittige Szene, Level 5 trotzdem ran. Einmal mal schön hier. So, guck mal, schön. Und wenn die dann dran sind, dann gibt's ohne Ende Schaden nochmal. So. Nichtsdestotrotz würde ich gerne mit Gael auf eine andere Position, und zwar... Nee, das ist schwierig, weil wenn ich da hingehe, dann kann es sein, dass das in den Kampf auch noch reintriggert und die dann anfangen, sich zu verwandeln. Will ich nicht? Okay, okay, okay. Jetzt sind die Mephiten hier dran. Das Problem ist, wenn die platzen, dann machen die ohne Ende Schaden. Ah. Bis jetzt? Also wenn aus diesen Fettbämsen dann nur so Mephiten rauskommen, ne, dann ist das für mich gar nicht mal so schlimm. Gelegenheitszauber, zack. Oh, da! Ja, das ist nämlich der Moment, wo es unangenehm wird. Ich hätte mal mit Jaera vorher die ganzen Sachen hier machen sollen. Aber ist egal jetzt. So, auf Stufe 6. Was haben wir auf Stufe 6? Gar nichts. Oder warte mal, was ist das hier? Dornenwand, stimmt. Das wollten wir doch mal ausprobiert haben. Geht halt einfach so. Ne? Sie ist blockiert. Ja, bewegen Sie sich doch, gute Frau. Ja, da steht zwar noch Feuer. Ja, die Boys, die wollen alle rein jetzt, ne? Das ist aber dann auch vorbei. Man hat so. Heißt denn, ihr Ziel ist blockiert? Du bist einfach nicht groß genug, gute Frau. Wieso siehst du das nicht? Jaera. Ja. Wilde Magie, Schutzlichter. Ich weiß nicht mehr, was das war, aber das ist... Wenn ich so richtig zulört. Ziel ist blockiert. Was ist denn da blockiert? Nur weil das hier eine Treppe rauf geht, oder was? So. Okay, ich habe den Zauber nicht gelesen. Da. Die können da durch, aber dann gibt es erst Schaden. Was ist das denn für ein Schmuh? Da hätte ich ja am besten vorher mal lesen sollen, was das eigentlich heißt. Habe ich ja nicht. Das ist wieder so ein Problem, was ich jetzt habe. Ja, ich gehe mal auf Wasser, Myrmidon. Theoretisch löschen können. Da können wir auch das Fett mit wegspülen. Finde ich eigentlich ganz geil. So, jetzt kommen die Jungs. Die fliegen. Ich verstehe deren Weg noch nicht so richtig. Aber die können noch mehr Mephiten beschwören. Was ist das denn? Wie lange soll das denn gehen? Da kommt doch kein Mensch hinterher. Ja, das mit diesem Dorngestrüpp hier, das war dumm. Da gebe ich zu. Da hat jetzt nicht so wirklich was gebracht. Aber man hat es zumindest mal gesehen. Weil die können nämlich auch das... Ja, okay. Wenn die blöd genug sind, da durchzulaufen, dann ist das geil. Aber das werden sie häufigst nicht sein. So habe ich mir das vorgestellt. Aber es ist so schade, dass es keine Erfahrungspunkte mehr gibt. Ja, die wollen da alle durch. Auch der Fetti hier. Ach, die können dran vorbei. Habe ich nicht so gut gemacht, ne? Aber das ist einfach... Fettklub... Ich ja jetzt aber auch... Naja. Ich hätte mal lieber das mit diesen Insekten machen sollen. Konzentration verloren, Feuerwand. Nur weil du hier irgendwo reingetreten bist. Nicht so geil. Mit Jaera habe ich heute nur Quatsch gemacht. Ach so, da bin ich über Minsk. Stärkende Magie. Zauberplatz des dritten Grades. Nee. Das ist armselig. Was macht er denn da, wenn ich jetzt klicken würde, ne? Was passiert dann? Helfen. Okay. Brauchst du nicht. Oh, rücksichtslos! Was ist das denn hier? Jeder, ja.
fügt Rettungswürfen gegen Zauber seinen Übungsbonus hinzu. Ja, ich weiß nicht, ob die da die, diese Fettwitzis, ob die hier wirklich was können. Ob die zaubern ja nicht. Ah, das habe ich vergessen. Kommt hier der Schmierfick. Das mit dem Feuer war keine gute Idee. Obwohl eigentlich doch. Obwohl eigentlich nicht. Ich habe mich noch nie entschieden. Zack. Ach, das mit dem plus 2, das gilt für alle Angriffe, nicht nur für... Guck mal an. Das ist ja noch besser dann. Elementares Zeitalter, lass mich mal lesen. Und seinen Schlägen, ne? Seinen Schlägen. Aber der hat's doch gerade... Ja, ist egal. Allow me to demonstrate. Das ist keine gute Situation hier jetzt. Ja, Gail. Ich weiß, das ist jetzt unangenehm für dich. Also. Die kriegen ja deutlich mehr Schaden durch Feuer. Das hätte ins Auge gehen können. Ja, rennt mal. Genau, rennt mal da schön rein in diese Dornranke. Und da auch da ins Feuer einfach mal rein. Fett Mephit. Dass ihr euch gegenseitig hier beschwören könnt, ne? Das ist auch Haram. Das geht nicht. Ich empfinde das als sehr unfair. Und ich erwarte, dass es jetzt aufhört. Na. Wo ist denn Gail? Da. Was halten wir denn mal davon? Wir dampfen einmal. Und damit haben wir ja auch alles. Oh. Wieso ist denn er schockiert jetzt? Warum ist denn da elektrisch geladener Dampf? Was habe ich denn da wieder nicht mitgekriegt? Tut mir leid, Gail. Der ist einfach jetzt hier in der Blitzsuppe gelandet. Oh Mann. Und die beschwören hier weiter Mephits. Ich glaub das nicht. Ja, rennt mal alle schön in die Hecke rein. Ich verstehe, also ja, diese Hecke war eigentlich totaler Unsinn, dass ich die dahin gemacht habe. Aber offensichtlich haben die trotzdem richtig Bock, da reinzurennen. Das ist einfach Unsinn. Warum machen die das? Da gibt es gar keinen Grund. Warum tut ihr das? Warum tut ihr Fettwichte dann? Junger Magma Mephit. Ach so, er ist hier der ganz Wichtige, ne? Ja, wir gehen mal hier in den Nahkampf, komm. Wart schockiert? Wovon? Von der Dampfwolke oder was? Bang! Hier, Headshot, komm. Was? Why? Okay, ich weiß schon warum, aber irgendwie trotzdem Unsinn. Wir schießen einfach hier. Ist nass. Ist da unten auch noch was? Nee, wo ist denn hier? Da kann ich von hier schießen. Ach komm, jetzt gehen hier auch schon wieder neue Fettklumpen in den Kampf rein. Ich glaube es nicht. Weißt du, komplett alle Fetti-Bumbums, die wir jetzt hier so haben, wollen alle mitmachen. Wo sind die denn? Ach, da ist noch einer. Ich muss hier raus aus der Dampfwolke. Und aus dem Strom sowieso. Da, komm. Einfach nur mal. Hier ein Cantrip reicht. Zack. Was stand da? Ach. ...48 Feuerschaden. Ich hab das richtig gelesen. Ich hab das wirklich richtig gelesen. Das waren 48 Schaden. Wer sind denn jetzt die noch dabei sind? Ach, ihr. Ja, dann lassen wir mal hier... Weißt du was? Wir lassen das Gebamsel mal da drin. Und warten mal, dass es hier weitergeht. Dafür gehen wir mal hier nach... Oh, alles voll mit Strom. Und Bo ist tot. Geht nicht. Wo ist er? Zauberwirken blockiert.
weil ich sauer bin. Aber damit ich das bleibe, muss ich ja Schaden machen. Ey. So, wer ist dran? Alfredo ist dran. Ja, aber wohin? Da so? Auch wieder schockiert. Es ist aber auch... Das mit dem Wasser war hier keine gute Idee. Aber ich weiß auch gerade nicht so richtig, wo der Strom herkam. Was soll das denn? Alle durch, so Fettis, kommt mal her. Und bringt gerne eure Freunde mit. Ja, und jetzt nochmal. Renn. Ja, hier, rein in die Dornwand. Zack. Und dann in diese elektrische, aufgeladene Fliegenscheiße. So. Bang! Jeet! Letzte auch noch hoch. Ah ne, der ist schon oben. Das ist mir jetzt entfallen. Ich dachte, der wäre noch unten. Machen wir das so. Immun gegen liegend. Ja, muss ja auch nicht. Kritischer Treffer. Schön. So. Und jetzt hier. Winterschlag. Wims. Ich habe manchmal das Gefühl, dass ich mit dieser heilenden Brise hier eigentlich mehr kaputt mache als heile. Oh ja, warte. Wo liegst du denn? Hey, warte! Ich finde den nicht. Wo ist der? Evil Heights at Boo 6. Oh. Ich hab den Dorn im Busch noch da stehen gehabt. Ne, der war natürlich nicht so schlau. Geht nicht. So. Jetzt warten wir mal mit das. Das ist aber. Der Encounter, der hätte viel einfacher sein können. Was ist hier jetzt eigentlich? Na. Jetzt ist hier alles wieder so. Sarins Skelett. Da muss man was reinmachen. Ja, hat er das? Können wir mit ihm reden noch? Er wird nicht mit seinem Mörder reden wollen. Wir haben da einen Funkenmotten. Eine Kreatur, die den Träger mit Abstand von bis zu 2 Meter Schadenspunkt wird, brennt. Das ist ja schon lustig. Kampfstab plus 2. Auch witzig. Schlüssel. Schriftrolle fliegen. Haftbefehl. Lesen. Der Magier ist ein Wahnsinniger, der schon aus bloßer Paranoia einen seiner engsten Gefährten ermordet hat. Vermutlich würde niemand seine Geschichte von den Larven glauben. Welche Wahrheit wir auch gesehen haben. Setz ihm dennoch ein Ende. Oren duldet kein Scheitern, wo wir so kurz vor dem Ziel stehen. Und selbst eine so verlorene Seele ist ein gutes Opfer für unseren Herrn. Sleep with one eye open, evil. Maybe both. Ah, Bo ist auch im rechten Leben gerade da. Der Süßbär, der kommt raus und will sein Essen haben. Mein Hamster, der ist gerade unterwegs, der hat Bock. Der ist auf dem Weg zum Wasser. Und er sieht dabei sehr süß aus. 2,5 Jahre ist der Dicke schon alt. Ja, Dicky, da guckst du, ne? So, was muss denn bei ihr da rein? Ich mach mal hier das auf. So, da wird wahrscheinlich jetzt in der Kiste was drin sein, was ich brauche. Ein versenktes Buch. Lesen. Kaum leserliches Tagebuch mit angesenkten, blutverschmierten Seiten. Letzte Beute gehörte Enver Gortash. Versucht bei Skorvalds Bande Unterschlupf zu finden, aber er ist durchgedreht. Hat sich diesem Kult angeschlossen, sagt, dass Gortash uns finden wird, wohin auch immer wir gehen. Sarin kennt einen Ort in der Kanalisation. Sarin verhält sich merkwürdig, hat die Beute versteckt. Angeblich führen wir uns irre auf. Bei Bariki hat sie recht. Hockt in der Ecke, murmelt Gebete zu den alten Göttern. Als könnten sie diese absolute abwehren. Habe Bariki geschüttelt und er stimmt zu. Sarin, ihr Trauen. Nur sie kennt den Weg hier rein und raus. Wenn sie zum Kult gehört, Verrat, keine Wahl, wir machen es kurz. Ja, da muss man irgendwas reinstopfen, aber ich weiß nicht was.
Und hier bei dem Typen, da haben wir auch nicht so richtig Antwort gefunden. Tonight, Bu, dein Sohn Vorflesch. Ja. Können wir denn trotzdem mal versuchen, mit ihm zu reden, auch wenn wir ihn umgekloppt haben? Ich meine, der ist ja verrückt. Wird er dem Unterschied, bitte. Dann drücke ich nochmal auf Laden. Wer von uns kann sich denn verkleiden? Keiner mehr, ne? Das konnte nur Will. Und Mörder ist halt auch ein relativ schwieriger Begriff. Er hat gesagt, obwohl ja doch, es ist eigentlich genau das, was passiert ist. Er ist halt nur ein bisschen bekloppt gewesen. Und deswegen habe ich gedacht, ja, lass ihn doch. Also was hier in der Kanalisation passiert ist, bleibt in der Kanalisation. Können wir nicht anders machen. Also die Fettleute da, die Fettschwämme, schwierige Nummer. Absolut schwierige Nummer. So, Verkleidung. Verkleidung. Schriftrolle, Selbstverkleidung. So, jetzt sind wir mal einmal. Was heißt hier Variante auswählen? Wo? Wo mache ich das? Shouldn't have wished to live in more interesting times. Ja, jetzt. Nee, Alfredo selber. Ah. Nö, ist irgendwie cool. Und dann wollen wir mal. Jetzt redet sie nämlich mit uns. Redet er nämlich mit uns. Den interessiert gar nicht, dass die anderen Mörder alle drumherum stehen. Solange wir hier. Wo ist diese Beute jetzt? Paranoid. Hit it. Wo? Hast du nicht zugehört? Wo? Was habt ihr da unten gemacht? Hiding loot from cult. Verstehe ich nicht. Und was hier passiert? Cult took Saren's mind. So we took her head. Das macht man nicht. Hatte Saren einen passiert? Die sieht in dem Kopf eine Larve? The corpse remains silent. It does not know. Ich finde, wenn du das nicht weißt, dann sollte das auch nicht als Frage zählen. Said I lost my mind. Then lost his voice. The spell's power wanes. You can ask no more questions. Er hat uns nicht weitergebracht. Schade. Puh, das war eine große Ausnahme jetzt. Zack, wieder wir selber, schön. Aber wie. Ja, fett mir Fieden, alle witzig, ne? Oh, Süßer. Oh, der hat die Ohren ganz angelegt. Ich kümmere mich mal um meinen Hamster. Bis gleich. Hallo! Hallo! Wo geht's gut? Hab ihn ein bisschen lieb gehabt und dann ist er wieder rein. So, hier sind aber noch mehr Schweine. Schleime. Fettbämsen. Mal gucken, wo wir die finden. Und es gab auch noch ein paar Orte, die wir bisher nicht gemacht haben, weil ich gedacht habe, da kommt wieder Laisel an und dann sagt sie, der Dingenskrieg ist so doof. Und ja, das habe ich bisher nicht gemacht, weil, ne? So. Wo? Ja, hier nicht in die gefährliche Zone an sich. Warte mal, komme ich da ran? Mit Nahkampf? Nicht genug Bewegungsrate. Also, das ist immer so Schmu, ne? Wenn du hier so, weiß ich nicht. Das ist doch Schmu. Nur weil der letzte Zentimeter hier irgendwie rot ist, sagt er, will ihn nicht. Ja, dann gehen wir mal hier so hin. Ich meine, seine Bewegungsrate ist ja schon gut. Er hat auch keine Ringe an. Vielleicht finden wir mal coole. Irgendwann. So. 27 Lebenspunkte hat er noch. Aber Alfredo kommt daran. Da würde mich auch wundern, wenn ich. Ey, das ist nicht dein Ernst. Das schafft es auch nicht. Wofür zahle ich das eigentlich alles? Warum gebe ich so viel Geld in Bewegungsrate aus? Ja, doch. Warte.
Können Sie da so ein Eisdings dahin machen? Ja, komm. Ach, drei Stück hier, guck an. Süme? Süme. Wo ist denn jetzt der andere Fettklops hier? Ist er noch weiter da hinten? Ah, da ist er. Ja. Den werde ich von hier nicht kriegen. Oder? Oder? Ja, soll nur wissen, dass ich könnte, wenn ich wollte. Ja, er rennt nochmal ganz schnell zu uns. Über seinen eingefrorenen Kollegen. Bis er in Nahkampfreichweite ist. Ich bin immer noch so begeistert von Bo gerade, wie der da reingebissen hat. Ja, ja. Das ist ein Wilder. Danke für diese wunderschöne Voice-Line. So glücklich. Das ist meine Kindheit. So, los, ran jetzt. 25. Bamsies, Alter. Geil. Geil, nur geil. Wie wenig Lebenspunkte er hat. Ich bin so richtig versucht zu sagen, ich möchte dem nochmal Heilung geben. Aber ich mach's halt nicht. Weil es halt auch ein bisschen Verschwendung. So, da geht's nicht lang, aber hier hoch geht's. Das haben wir noch nicht gemacht. Erfolgreicher Wurf auf Wahrnehmung. Was haben wir denn hier? Warte. Hier ist ein Loserstein. Krami McKramsen. Hier ist eine weitere Schädelratte. Können wir als... Yes, natürlich. Wo ist denn die Schädelratte jetzt hin? Da. Moin. Ja, das ist mit diesen Schädelratten irgendwie nicht so richtig gut. Ich hab Schiss vor denen. Ich finde die ein bisschen... Oh, oh. Ich finde die so ein bisschen daneben. Stummer Büßer. Unterstadtruinen. Ah. Wenn ich das aufmache, dann sind die wahrscheinlich alle wieder direkt anti. So. Ich mach das schon, ich weiß, wie die Leute ticken. Was ist hier denn? Hängler, Leichnam, das sieht ja nett aus hier. Bin ja schon direkt begeistert. Warum ist das hier so blutverschmiert? Molo, na? The penitent looks at you silently, expectantly. Hallo. Ihr habt den Laden, ja? The penitent doesn't respond, holding your gaze almost unblinkingly with his. Kollege, du kannst auch ja oder nein sagen. Das kriegst du hin, auch wenn du nicht mehr reden kannst. The penitent doesn't respond. Holding your gaze almost unblinkingly with his. Hallo. The penitent doesn't respond. Holding your gaze almost unblinkingly with his. Wollen wir handeln? There is the slightest flicker of acknowledgement in his eyes. Ja. Was ist du denn hier? Knochendornhelm. Rage im Mark. Im Kampfrausch bist du mit feindlich gesinnten Kreaturen in einem Rennen bis zu 3 Meter ein Weißausrüstung verschwinden und erleiden 2 bis 8 psychischer Schaden. Ach du Güte gut! Das ist doch besser als das mit der Wucht. Was willst du dafür haben? 945 Euro. Da kriegst du jetzt erstmal die alle hier. Guck mal, ich hab hier ohne Ende. Da, mach mal Hände auf, genau. Ja, ist doch nicht vorbei. So, die Lederrüstung plus 2 behalte ich noch. Und das Ding hier auch. Ja, komm. Nahkampfschaden ist deutlich seltener, als man glaubt. Ja, dann auch noch diese ganzen geraubten Besitztümer hier. Ich hoffe mal nicht, dass ich irgendwo mal so ein paar Clowns-Leichenteile an irgendjemanden verkauft habe. Einzelner Torso, das ist was anderes als so ein Clowns-Torso, oder? Ein rausgeschnittenes Becken. Ey, du darfst es jetzt einfach haben. Du fragst mich nie mehr, ne? Rüstung des Mondbarts. Mondbässchen-Gesundheit. 22 temporäre Präform, so, wenn du Tiergestalt gewirkt hast. Verlängern sie jeden entschieden. Aha. Du hast einen Bonus von 2 auf deine Rüstungsklasse. Dann bist du bei Rettungswürfen gegen
Zauber im Vorteil und so, alles so lange in der Tiergestalt bist. Aber was hat Jahira denn da? Ich will mir die auch nicht ändern, ich will mir die einfach nur angucken. Och man, das ist, ich hab das, ich kenn den Satz, ich hab den schon mal gesagt. Aber das nehmen wir mit. Komm, das auch. Ja, hier 10.000 Euro. Aber ist das nicht der Fritze, den wir... Penitent looks at you silently. There is the slightest flicker of acknowledgement in his eyes. Betrachter Iris. Das ist doch der Typ. Bareki hat doch der Fettmann von geredet, oder nicht? Hat der irgendwas, was ich der Tante da in den Brustkorb stopfen kann? Nur so? Hat der da was? Hätte ich vielleicht gerade eben mal gucken sollen, ne, bevor ich den meinen ganzen Krempel da verschächert habe. Ahorntrüffel. Abgrundkriecher. Nein, das kann's ja nicht sein. Böse, böse, böse. Ich hab jetzt alles. Es kann halt. Frohen Geburtstag, Homer. Ja, die habe ich ihm verkauft. Versenktes Buch. Ja, komm. Das habe ich jetzt nicht so richtig schlau gemacht. Aber ich wüsste auch nicht, was er mir da... Naja. Ist jetzt auch nicht so richtig wichtig. Ich gebe ihm jetzt einfach nochmal mehr von dem Zeug, was ich jetzt so habe. Hier nochmal ein paar Dolche, hier diesen komischen Flegel da. Kakophonie ist das nicht, nur der Kampfstab. Hut des Entfachens. Brennst du selbst in eine zusätzliche Bonusaktion. Ja, aber was bringen da Bonusaktionen? Das wäre ganz geil, wenn man, hier, wenn man so Chaos-Magier wäre. Du bist beim Motiv erkennen für Würfen im Vorteil. Ja, kannst du Minsk gegeben, ist besser als nichts. So. Ich habe ja das eine Ding da jetzt gekauft. Tolle Wurst. Grimlag-Gedicht. Büßergang-Beutel. Ich gehe jetzt mal hier einfach an die Sachen. Was steht hier? Lesen ist ja kostenlos. Geläufige religiöse Passage, die häufig als Segen bei Beerdigungen rezitiert wird. Latanda vom Licht, Selun mag führen, Kelemba uns richten und öffne die Türen. Und die, die noch stehen, die ewiglich schuldigen, mag nie einen Gott sehen, welche Hölle sie huldigen. Aha. Büßergang, Beutel, Geschmacksschuld. Ich guck mal in den Beutel rein. Keep your hands, dear. Ne, ich guck ja nur. Kollege, wenn du jetzt fischig wirst, ne, ich hau dich um. Hallo! Best get in and out. Alright, time to skulk about. Kann man den irgendwie ablenken? So. Trennen wir mal die Gruppe. Reden mal wieder mit dem. Hallo. So, umdrehen. Gruppe wechseln. Risk being in open view. Zack. Ein Schädel. Keep your hands to yourself. You're being. Ja, und der Rest ist egal. Aber das mit dem Schädel, das hört sich doch ganz gut an. Hey, was ist hier denn los? Hallo? Kopfloser Geist. Something's happening to it. Kann ich mit dem reden? Kann ich mit dem Schädel reden? Ich habe das mal gesehen in so einem Spiel. Ich kann ihn werfen. Das macht man nicht. Very well. Ja, und dann, warte mal, dann kloppen wir den. Den Schädel jetzt mal in den Tor. In den. Hier, ne? Ihr wisst, was ich meine. Da war jetzt nicht so richtig kompliziert, aber naja, wir finden schon eine Möglichkeit. Wo ist der Fettmann? Da war der Fettmann. Ich glaube, das war geradeaus durch, oder? Geradeaus durch und dann noch geradeaus durch und dann sind wir eigentlich schon da. Dann war da der Fettmann. Und die wollen nicht. Und er so, du darfst nicht an die Sachen daran, weil, ne? Mimi.
Aber dass wir hier eigentlich die Guten sind und hier zur letzten Ruhe betten wollen, da redet wieder keiner drüber. Aha! Wir können den dankbaren Geist zur Ruhe betten, indem wir seinen Schädel und sein Skelett zusammenfügen. Ah, ich krieg das da. Angeborene Ausdauer. Einmal pro langer Rast kannst du eine Reaktion nutzen, um einen Angriffswurf oder einen Rettungswurf im Vorteil auszuführen. Das ist eigentlich ganz witzig. Pro was Rast? Lange oder kurze? Lange. Boah. Wenn es per kurzer Rast wäre, hätte ich sofort gewechselt. Aber so, ich weiß ja nicht. Gut. Aber das sieht wieder so, guck mal, als hätte das einer mit dem Teppichmesser hier abgeschnitten. Ich gehe jetzt deswegen hier nochmal lang. Und dann gehen wir hier auch nochmal rein. Weil das nämlich wichtig aussieht. Ja, irgendwie sieht das wichtig aus. Aber nicht, dass dann da gerade die Baliten dann ankommen und sagen, jetzt töten wir den Sil. Rush of ancient whispers fills your mind as you approach the door. It is rife with magic. Old, deathly magic. A new vessel brimming with blood darkens Baal's door. To baptize his dais most holy. Do you have proof of your faith to our Lord? Ich glaub dem nicht. Ich glaub nicht an den. Ich mach das jetzt nicht. Ich muss da ja sowieso noch nicht hin. Geht's da auch noch anderswo lang? Guck mal hier. Da, guck mal, da kann man doch da so lang. Das geht doch. Ich weiß zwar noch nicht so richtig wie, aber das werde ich schon rausfinden, Freunde. Geh einfach hier runter und dann zack, zack, zack. Und dann springen wir rüber. Fertig ist. Bum, bum, bum. Kriegen wir alle hier super Jump. Dann haben wir es. Hier müssen wir hin. Ach, scheiß doch der Hund drauf. Da ist alles voll gegittert. Da kann ich es nicht. Ach, Mensch. Kann man sich hier auch nicht irgendwie durchzwängen oder so? Geht nicht. Da geht's wieder raus. Haben wir hier schon alles gemacht? Ja, da haben wir Minz gefunden und Bo abgeholt. Das haben wir auch gemacht. Aber ich will jetzt hier nicht... Der wird mir dann sagen, ja, du musst einen deiner Begleiter töten. Und ich sage, ne? Aber wir sind Fragen kostet ja nichts. Wir können ja einfach mal fragen, was der haben möchte. Oder die, oder was? The Lord of bla bla bla. Da haben sie nie darüber geredet, ob Männlein oder Weibchen. Ist alles rot. Ist ja alles rot. Was haben wir gefunden? Warte. Ah, ein Loserstein mal wieder. Die haben ja extra bei Diablo 3 das von Loserstein zu Losesteine umgeändert. Weil Loserstein klingt irgendwie... Der tut mir leid. Eiles Bareki, seid nicht wütend, wenn ihr das findet, Jungs. Ich versuche nicht, euch den Schatz vorzuenthalten. Ich habe Gortash... Wir haben Gortash betrogen und wie ich euch kenne, würdet ihr alles an einem Ort verprassen und den Bastard möchte gern Erzherzog auf euch aufmerksam machen. Keine Widerrede. Erinnert euch an Taliks Bäckerei vor Jahren? Ich habe mein Bestes getan, bei der Faust alles zu leugnen. Ihr habt euch nicht mal die Kuchenkrümel aus dem Gesicht gewischt. Wenn ihr dies hier findet, ich bin nicht in den Tunneln emsig. Also legt es zurück und tut, als hättet ihr es nie gesehen, wie kleine, brave Jungs. Und wischt euch die Gesichter ab. Ja, das hat dir ja nicht so richtig was gebracht hier. Junge Frau, das war ja... War ja ein Reinfall. Ich frag nochmal nach. The vessel returns. Most shamefully unleaking. Prove your faith. Zack, wie geht es? You must bear proof of the Dreadlord's favor. Or pay his toll of blood. What? Hey, geil. Komm mal her, geil. Warte. Oh. One with the weave. Ja, genau, da hinstellen. Have a lot on my mind. Achtung! Well, in it. Ow. We'll just consider that an accident, shall we? Ja, wenn du willst. Should mind my step. Das war einfach. So. Ja, aber letztendlich. Sollen wir nicht vorher doch... Ich will eigentlich so schnell wie möglich... Also Alfredo würde versuchen, so schnell wie möglich Lazael zu rennen.
Und wenn das jetzt, ich mach mal einen Speicherstand, wenn da jetzt hier Dead End ist und die dann sagen, nein, geht nicht. Hm, ich halt das nachsehen, aber mal gucken. Vielleicht ist es ja nicht so. Vielleicht schaffe ich das ja. Vielleicht sind wir ja hinterher die Gewinner. Blut für Balala. Balalalala long. Balalalala long 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 long. Short rest. Oh, that took the edge off. Ja, damit wir wenigstens wieder vollgeheilt sind. War vielleicht ein bisschen dämlich, weil wir das jetzt nicht nochmal machen können. Aber. Hier war sehr dämlich. Warte mal, bevor ich das mache. Wenn ich zu Madame von Köpenick hingehen möchte, ne, dann möchte ich ja eigentlich auch so gut ausgerüstet sein, wie es denn eben geht. Das heißt, ich brauche Pflanzenbegleiterin, Wasserbegleiter, Bo, alle. Ne? Theoretisch kann Gael auch noch einen Begleiter dazu holen. Machen wir auch. Yes. Das mit den Dornenranken ist absoluter Schwachsinn. Ich hätte nicht gedacht, dass es so gut funktioniert. Weil die kämpfen sich da ja wirklich durch. Ich hätte gedacht, die gehen außen rum. Aber offensichtlich ist das gefährlich. So. Nymphadora-Tongs. Ich lasse das jetzt einfach so. Wir werden... Was ist das? Ermahnung ist auferstanden. Ach so. Weil wir einmal auferstanden sind, können wir das? Waldkreatur beschwören. Dann hätten wir hier noch ein Elementar beschwören. Was nehmen wir? Ein hoher Elementar geht nicht mehr, ne? Der könnte theoretisch auch heilende Dämpfe verwenden. Ne. Wir machen Erdelementar. Wir haben jetzt schon wieder nicht genug Platz. Leute, das ist immer so. Oh! Das ist der Wichtigste. Wenn der nicht dabei ist, dann gewinnen wir nicht. Wenn die irgendwie auch nur... Houston, wir haben ein Problem. Drei Messer. Erzähl mir, was hier los ist, Houston. Kannst mir nicht erzählen, dass ich hier auf der Türschwelle zum Gott des Mordes bin, ne? Und dann liegt da ein Leichnam, der nichts zu erzählen hat. Wirklich gar nichts. Wirklich nichts. Ich hätte da zumindest ein bisschen... Um Einlass in den Baal-Tempel zu erhalten, müsst ihr den Abgrund des Totschlags überqueren. Aber falls ihr so schwach seid wie dieser Aspirant, wird euch der Ferntöter nicht passieren lassen. Bezwingt ihn oder sterbt... Ferntöter. Ach du Scheiße. Ist wie auch so ein Ferntöter. Grimlag-Gedicht. Sind die jetzt alle auswendig lernen? E steht für Elkan von Gromnir für Warten. F steht für die 5, die gegen die Balbrut antraten. N steht für Endlich. Haben wir mal Spaß? Also 4 Leute, alle Wahrnehmungen fehlgeschlagen. Wo ist denn... seid ihr die Ferntöter? Ey! Hallo! Ach genau, unsichtbar. Hm. Sonne, Leute. Who says might? That means I must hit you very hard, I think. Das ist also... Unverletzlich Heiligtum. Das interessiert mich nicht. Ich schieß einfach nur in die Umgebung. Und wie ihr verletzlich seid da, ihr Spinner. Was ist denn das? Ich tue einfach mal so, als hätte ich das nicht gelesen und dann geht das schon von alleine hier. Guck an. Bang! Besiegt mich, andernfalls sterbt ihr. Ja, dann kommt doch her! Dann kommt doch her! Dann kommt doch auf den Meter ran hier! Und nicht so eine Scheiße hier machen mit die ganze Zeit unverwundbar und unsichtbar und hast dich gesehen. Also, Ziel des... Warte mal, warum war ich nicht dran? Bo! Ziel des Ballistenrituals, was heißt das? Erzähl heraus, wenn du im Tempel zu bedienen, wo die Person... eines singenden Kultisten, der Baalswort der Macht tot wirken kann, sobald sein lästerliches Ritual endet. Achso, wir müssen den jetzt ummädeln hier. Der. 68. Ja. Dann mach ich mal auf den Weg hier, Diggi.
Oh. Die Elemente absorbieren, was ist das? Ja, da steht nicht, was ist das? Machen wir mal, komm. Das ist echt nicht geil hier gerade. Ey, das ist, also das mit dem Unsichtbar, ne, Jungs? Ich sag's euch so, wie es ist, das ist was für kleine Lachsnacken. Das ist was für Leute, die in der Schule nicht richtig gespielt haben. Wieso ist da wieder der Weg unterbrochen? Ihr steht da ja alle noch. Wie, Rettungswurf gewonnen. Was? Machen wir das halt nochmal. Okay, ja nix. Ah. So. Und ich würde jetzt gerne mal wissen, warum ich gerade nicht dran war. Selbstverhöhung. Leute! Jetzt darf ich. Das ist gut. So. Und jetzt... Du merkst, wie seine rechte Wange schon ein bisschen anfängt zu zucken, weil Alfredo kommt weit. Der hat ein bisschen Tempo. Und im Endeffekt muss er den da nur runterschubsen. Das reicht. Der wird nichts dabei haben. Da, Windschritt spurt. Ab geht's. Da, guck mal, wie weit er kommt. Need to find a way forward. Verdoppelte Bewegungsrate? Hä? Ich habe das Gefühl, ich habe das falsch gemacht. Ich habe das Gefühl, ich hätte das anders machen müssen. Aber egal. Wie nicht genug zu. Ach, geht das denn? So. Damit die hier auch endlich mal die Schnauze halten. Dann geht das alles ein bisschen schneller. Ja. Wie weit kann sie zaubern? Wenn du jetzt hier stehst, bist du dann in der Lage, das hier hinzumachen? Nee, aber dahin. Das reicht mir. The last board is set. So. Und jetzt kommt Gael. Das ist eigentlich das Wichtigste. Kann der... Wie weit kannst du zaubern, Kollege? Wie weit geht der Feuerball? Was? Ich hätte dann den Zaubersniper aktiv machen sollen. Aber ist egal. Ja, das ist einfach die schlechteste Truppe für diese Veranstaltung jemals. Verwüster Stopp ist... Ach, da oben sind auch noch welche. Die habe ich nicht gesehen. Ja, dann. Müssen wir gar nicht drüber reden. Ey, das geht jetzt nicht mehr, oder was? Bist du da wirklich... Gell, bist du wirklich zu weit weg? Wirklich? Gell, ist das dein Ernst? Ist das dein scheiß Ernst jetzt? Bist du da wirklich zu weit weg? So. Hör mal. Gegenzauber, warte mal. Chromatische Kugel, Feuer auf! Boah! Verpiss dich, Junge! Stroppes! Was? Die haben meinen Hamster gefletscht! Ich akzeptiere das nicht! Ja! Ja! Fehlschlag, ne? Reimt sich auf Fehlschlag. Ja. Tschüss. Ey, komm, jetzt lass das doch. Ja, die da oben sind alle weggegrinst worden. Jetzt haben wir Minsk. Minsk hat natürlich richtig Bock, dass sie seinen Hamster umgebracht haben. Ich glaube, das verzeiht er denen jetzt nicht so schnell. Schauen wir mal. Wer war das denn? Elisabeth war das, ne? Ja. Ja, kritisch. Ich sag das doch, der verzeiht denen das nicht. Komm noch ein. Nee. Aber jetzt hier noch ein. Komm, yeet. Ja, der lässt ihn jetzt erstmal ausbluten. Das ist aber auch eine ganz schwierige Nummer hier. So.
Alfredo rennt wieder. Attack of Opportunity schafft er sowieso nicht. Guck dir den Lullido an. Der ist doch... Och Mann, warum kommen denn hier noch mehr Leute in den Kampf rein? Langsam ist doch mal gut hier. Was heißt denn hier verdoppelt deine Bewegungsrate? Wie ich das jetzt mache, kannst du dann noch weiter rennen? Ja. So. Und jetzt sprinten bitte. Dann da hoch, ja. Verringerte Bewegung, Kältestrahl. Das ist doch auch, also mit solchen Mitteln hier, ne? Wollen wir gar nicht drüber reden. Ich sag's dir so, wie es ist. Du hast gleich, also bei denen juckt jetzt schon so ein bisschen die Rosette. Das wird gleich unangenehm für die. Na. Ich kann den ja jetzt bewegen. Wege ich den mal auf. Elisabeth, komm. Da ist mit dem wenigstens Schluss. So. Das ist jetzt sie. Okay. Fragt sich, wie weit geht das hier? Das war klar. Das funktioniert nicht so richtig. Aber das kann man machen. Besser als nix. So. Der ist ja theoretisch tot. Das heißt, da reicht ein Dreier-Slot. Zack, 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 zack und weg. Weggesniped, der Kollege. Oh. Es ist... Ach, dieser Scheißer kann nicht springen. Kampfkunst, waffenloser Schlag. Ja, lau mal in der Alfredo her. Versuch mal. Stimmt, der hat ja den scheiß Kältekegel nicht abgekriegt. Ah. Ja, ihr könnt doch hier gar nichts machen jetzt. Ihr seid raus. Ja, wart ihr da auch mal... Ich sag's euch so, wie es ist. Ich klopp euch alle kaputt. Und ich frage mich jetzt, ob er eine Attack of Opportunity hat. Weil wenn ja, dann ist doof. Wenn nein, habe ich gewonnen. Wie viele Runden geht der Bums denn noch? 4. Ach, ich hätte mir gar nicht so viel Stress machen müssen. Someone hold Boo. He does not enjoy the bumpings to come. Das ist echt unfair, dass ihr den Darmster rumgeschossen habt. Zerfetzerin Abby. Mhm. Ach so, der ist noch da? Hä? Ach so, was? Diese Selbstverhüllung. Ich finde das frech. So, irgendwas ist gestorben. Von uns nix. Das ist gut. Ach du Arschloch. Have to keep going. Ja, 10 Schadenspunkte noch gekriegt. Ja. Weil er jetzt hier nicht weiß, wo seine Grenze ist. So, wie viele Lebenspunkte hat der Typ? 68. Aura des Mordes. Ach, des Mondes habe ich gerade gelesen. Nee, nicht des Mondes. So. Der wird bestimmt immun dagegen sein. Was? Ach, wieso hat er so wenig Schaden gekriegt? Nee, er ist nicht immun. Guck mal hier. Sag mal, warum kriegt er so wenig Schaden? Unaufhaltsam. Tolle Wurst, ey. So einer ist der wieder. Aber ist egal, ich knall den hier einfach runter. Och man. Das ist unfair jetzt. So, immun gegen nekrotischer Schaden. Immun gegen einfach alles. Ist okay. Ja, aber wir haben es bisher ganz gut gemacht. Das ist extra, damit man nicht mit einem einzelnen Ernie hier ankommt und den umschießt. Aber selbst wenn... Habe ich noch den Laser? Nee. 4, kommt der da hoch? Nicht genug Bewegungsrate? So wird's klappen. Aber auf 4 kann ich theoretisch auch dieses Insektenzeug machen, glaube ich, oder? Ist das da? Schlingranke? Oder war der Insektennebel da auf Level 5? Ja, scheiße, das war Level 5. Ja, dann machen wir den Mond. Lalilu, nur der Mann im Mond schaut zu.
wie ihr jetzt den Arsch voll kriegt hier. Ja, Mörder in Trance. Dass sie das auch alle so toll finden hier. Ja, jetzt werden sie nämlich tätig hier erst. Genau jetzt. With Stell mal vor, wir hätten Will jetzt dabei. Da könnt ihr den einfach mit so einem richtig krassen Eldritch Blast hier wegmetteln. Naja. Es ist. Ja, komm hier, komm. Ja. Da war viel Schaden, ne? Da hat ein bisschen weh, habe ich gefühlt. Habe ich mitgekriegt. So, hätten wir jetzt den Wasserfritzen dabei? Bürger Luke, geht er jetzt raus? Nein, ich will gucken, was Bürger Luke macht. Ach du Arschloch! Ja, tolle Wurst. Nein, ich will mir das nicht angucken. Ich will mir wirklich... Tolle Karte. Minsk muss es jetzt machen. Der jetzt immer noch sauer ist, weil jemand seinen Hamster gegrillt hat. Obwohl, ist Alfredo raus? Ich glaube, der dürfte noch, theoretisch. Was macht der denn ja jetzt? Ach so, Bürger Luke wollte einmal nur mal zeigen, dass er es kann. Und Alfredo ist... Sag mal! Warum geht immer die Kamera zurück? Jetzt ist okay. Gut, Minsk. Power. Wir haben noch... Wie viele Züge hier dieses Bahl-Gedöns? Den interessiert das gar nicht. Seht ihr das? Der hat das gar nicht. Für den ist das gar nicht dabei. Der ist einfach auf krass gestellt gerade. Kann ich jetzt so was machen? Nee. So, Alfredo betäubt. Ach, darum ging's. Ja, dann schießen sie den von da auch noch ab. Er ist hier das größte Arschloch. Mit seinem Unsichtbarkeitsfimmel. Gibt's doch nicht. So. Tiergestalt. Dann nehmen wir mal Wassermyrmidon. Wo ist er? Da ist er. Und jetzt bitte, 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 liebes Spiel. Nicht irgendwo... was Elektrisches dabei haben, ja? Danke. Wieso ist das hier alles wieder elektrisch? Hat Shahira hier irgendwie Elektroschaden drauf, oder was? Ist das das hier? Ist das dieser scheiß Bogen, der immer alles voller Strom macht? Das ist nicht richtig. So, jetzt frage ich mich, ist jetzt dieser Bahl-Blödsinn da endlich mal vorbei, oder? Also, ich habe dem jetzt eine gemeddelt und damit ist Bahl jetzt Ende, oder was? Ja, toll. Guck mal hier. Hier die drei von der Tankstelle direkt. Das, also, das mit dem... Ich verstehe es nicht. Warum ist das immer... Ich meine, ist halt witzig, ne? Ja, hör auf jetzt. Mörderich Dolchwerk? Oh Gott. Nee. Lass. Jetzt haben wir bald keine Spellslots mehr. Das ist hier unangenehmer, als ich dachte. Das ist ja nur nicht mehr der Endgegner. Das ist also... Okay. Und sie wird jetzt wütend, weil... Das zeigt mir doch einfach was. Ja, so Sonnenleute sind wir hier. Einfach dann. Mann! Zeig's mir halt nicht. Komm ich da oben ran? Nein. Was passiert, wenn ich jetzt hier wütend werde? Schauen wir mal. Ist das auch wütend werden? Tooltip bitte? Ja. Welchen Effekt kriege ich? Ja, schade ist. Schlägt der. Ah, das ist gut. Das ist gut. So. Machen wir das hier als erstes.
Ja, rücksichtslos, bitte. Mann. Ja. Ja, besser als nix. Ah, er ist jetzt... Aha. Er ist jetzt Teil der Gang. Aha. Sag mal, was hat er für eine Rang... mit dem Typ da oben! Was ist das für ein Arschloch? So, fliegen wir jetzt darüber. So. Und dann kannst du ja noch hier, warte mal, explosive Eiszapfen machen. Es ist also... Ja, ich sehe den... Ich sehe ehrlich gesagt den Kreis nicht. Ich sehe den Kreis nicht. Ich weiß nicht, wie weit der Kreis geht. Hier dürfte ich. Aber er trifft Minsk noch. Weg ist unterbrochen. Was ist hier? Hier ist okay. Und das trifft dann den Gegner hier. Komm. Na, kalt? 2 Lebenspunkte hat er noch. Ich glaube, es liegt wirklich daran... Was ist das denn? Ja, oh, 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 oh. Die Gegner kriegen auch. Das ist so ein dümmlicher Mist hier. Das ist einfach unglaublich. Oh, kann ich hier treffen? Ja, kann ich. Ja. Ich hab den... Seht ihr, dass ich den Mauszeiger links hab und diese... Das da rechts ist? Seht ihr das? Oder bilde ich mir nicht ein, ne? So, Minsk. Einmal Arschbacken zusammenkneifen. Oh, das hat sogar geklappt. Das hat sogar geklappt. Ja, gut. Ist okay. Ey! Also der Bürger Luke hier, ne? Der ist sein Geld auch richtig wert. Wo kommt das denn jetzt wieder her? Also, das ist... Ey! Wenn ich ihn jetzt hier getötet habe, dann ist gut, oder nicht? Dann erkennst du das... Ey! Oh, nochmal langsam. Und dann wieder er. Es ist eine super schlimme Nummer hier. Das ist der schwierigste Kampf, den ich im Spiel hier hatte. Aber jetzt ist vorbei. Ja, jetzt ist der Weg im... Oh nein, jetzt ist der Weg unterbrochen. Weil hier so ein Lachsnacken in der Mitte... So, 2 Lebenspunkte noch. Komm. Ja, ist vorbei. Ach, ich muss sie wirklich alle umbringen hier. Das wusste ich nicht. Ich dachte, wenn ich ihn jetzt umgehauen habe, dann ist gut. Dann sagen sie, aha, der Medi, das ist ein krassen. Aber stimmt, hat niemand erzählt. Da ging es ja nur um diese komische Nummer da, dass man dem da Schaden machen musste. Hm. Wisst ihr was? Das ist mir zu doof. Ich mach das nochmal neu. Ich weiß, wir sind jetzt hier eine halbe Stunde dran, ne? Aha. Naja. Naja. So. Ja. Jetzt sind wir wieder an der Pforte des Todes. Genau.